Und da sind wir auch schon wieder und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Dead Space. Im letzten Part haben wir gegen Ende erfahren, dass es diese Necromorphs wohl eine Art Seuche sind und ja, die haben anscheinend was mit einem Marker zu tun, der irgendeinen religiösen Hintergrund von einer Sekte sein könnte und ja, oder besser gesagt, einer ist. Und ja, wir wollen dann jetzt mal zurück, damit wir mal weiterkommen. Ah, die doofe Tür hier. Lass mich mal hier durch. Und ja, das nenne ich doch mal einen Volltreffer. Das nenne ich echt einen Volltreffer. Den einen gewollt, der andere Zufall. Aber es läuft, meine Freunde, es läuft. Och, ey. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Unsere selbst gebastelte Bombe mal hier platzieren. Was natürlich sehr gut ist, da wir jetzt eine Barrikade öffnen, die eventuell etwas draußen lassen sollte. Wenn es nicht schon. Ich vermute ja das, was hier nicht rein sollte oder hier raus sollte. Ich glaube eher, hier sollte etwas nicht raus. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Wollen wir es hoffen? Nicole scheint hier irgendwie Isaacs Freundin zu sein oder Frau, was auch immer. Und die dann Leben zu finden, wäre auf jeden Fall was Positives. Und Mann, warum ist das schon wieder so scheiße dunkel hier? Isaac, jetzt mach das Ding auf, geht doch. Cutter-Munition. Gefällt mir. Immer. Gut, da haben wir auch schon Schuss. Lauf allerdings lieber mit dem Cutter rum. Weiß nicht, er hat irgendwie Charme. Und es gefällt mir hier überhaupt nicht. Und da war auch schon wieder was. Dreck. Verdammt. Puh. Hier kommen wir nicht rein. Mal, da war doch irgendwas. Sieht aus, als wären die Necromorphs teilweise aus Szene rausgekommen. Ekelhaft. Haben wir denn hier? Sauerstoff. Gut, könnte wegen Krankenstation sein, könnte aber auch sein, dass hier gleich irgendwas passiert, weswegen wir Sauerstoff benötigen. Will ich es wirklich wissen?
Aus den Lüftungsschächten kommen sie manchmal. Diese Drecksviecher. Und dann brauchen wir Energie. Wo haben wir das denn? Das muss ja dann hier auch irgendwo rumfliegen, oder? Sieht doch ganz hier nach aus. Ja. Bleibt doch einfach überall hängen. Ist gut. Hauptsache du gehst da rein. Um uns die Tür zu öffnen. Ob ich das gut finde oder nicht, weiß ich noch nicht. Schon wieder so scheiße dunkel hier. Put, 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 put. Weg mit deinen doofen Tentakeln. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Immer schön nachladen. Immer schön nachladen. Ihr Drecksmistviecher immer von hinten, ey. Och, ey. Warum kommt ihr immer von hinten? Popo-Piraten. Echt, ey. Da leuchtet was. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Schön. Das heißt, wir haben auch noch einen, der hier Leute umbringt. Dreckiges Mistviech. Boah, da sind ja noch mehr. Neugeborene Alice. Liste von Neugeborenen. Gut, das bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Schön. Oder auch nicht. Hier kommen sie einfach irgendwo raus. Sauerstoff. Es will mir nicht gefallen, dass hier überall Sauerstoff ist. Oh, die Kiste war schon offen. Ich hoffe nur, dass ich hier gleich keine Remi-Demi kriegt, wenn ich hier Sauerstoffprobleme kriege. Sonst habe ich ein arges Problem, wenn das wirklich eintreten sollte. Okay, die ist wahnsinnig geworden anscheinend. Die. Ich will's gar nicht wissen. Das kann doch nur in die Hose gehen. Und ich glaube, ich speichere hier nochmal. Speichern bitte. Dankeschön. Was hier abgeht, das will mir nicht gefallen. Wissenschaftliches Logbuch, Chief
Officer Dr. Keim. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Wie das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und Selbstmord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Also entweder verwandeln sie sich oder werden wahnsinnig, oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Oder beides? Erst verwandeln, erst wahnsinnig, dann verwandeln. Das heißt, wir werden auf dem Rückweg auf jeden Fall an der Stelle, wo die beiden standen, mindestens einen Nekropen auffinden. Naja, so viel zur Theorie. Lieber wieder hier zur Praxis zurück. Na komm. Öffne. Mir fällt das sowieso nicht. Na, lecker. Hier fand auf jeden Fall auch. Wo? Ja, lecker. Schuladen ab. Nix da. Das waren wie diese ekelhaften Viecher. Jetzt haben wir natürlich diese schöne Zwischenfrequenz verpasst, aber ich bin auch nicht traurig drum. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Kommen wir nicht rein. Brauchen wir das überhaupt? Das ist nur hier. Ja. Medizinisches Logbuch. Dr. Domus G. Medical Examiner. Okay. Berichte über Todesfall auf dem Schiff. Verstorbener Captain Matthews B. Es ist meine traurige Pflicht, Kapitän Benjamin Matthews offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Berufsbefugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass sein Leukozyt
Toten-Anzahl sehr gering war und kaum Osinophilen existierten. Sie medizinischer Check vor dem Abflug wies keins dieser Besonderheiten auf. Was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Quetschungen am Arm und Beinen weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder gequetscht wurde. Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihr Abschluss in Frontlappen fand. Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod. Die Kraft, die für einen derartigen Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, ist enorm. Und die Wahrscheinlichkeit für einen Selbstmord zugefügte Verletzung daher eher gering. Ich sehe mich deshalb gezwungen, seinen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. So, der Captain wurde also getötet. Höchstwahrscheinlich. Wieso müssen wir denn hier lang gehen? Fahrstuhle, ich trau euch nicht mehr. Ich möchte hier gar nicht sein. Ich möchte gar nicht sein. Warum ist jetzt hier wieder Licht? Den Strom eingeschaltet habe, oder? Weswegen? War eine Abkürzung! Du lebst ja immer noch. Du lebst ja immer noch! Was? Das reicht's aber. Schön! Keine Muni mehr. Jetzt haben wir wieder Muni. Es waren nur zwei Schuss, aber besser als gar nichts. Ach, ey. Warum nur immer? Komm, mach auf da. Von denen habe ich irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ein Problem nach dem anderen. Oh, ist das schön.
den Shop gehen. Gucken, wir haben ja jetzt auch wieder einiges an Credits gesammelt. Das dürfte doch für einen reichen. Dann weiß ich gar nicht, was ist in unser Inventar. Inventar sagt Cutter-Munition reichlich. Halbleiter haben wir noch verkaufen, ja sicher. Da ich schon fast wieder. Oh, ich habe so wenig Heilung mittlerweile wieder. Shop. Impulswaffe, die sieht mich gerade nicht. Ich würde eher Munition interessieren, aber die kann ich hier nicht kaufen. Für die andere Waffe, die kann ich echt nicht kaufen. Ach, warte, ich hab doch einen. Ich hab doch gerade. Will ich auch direkt mal schnell noch. Na komm, mach auf da. Soll ich den noch eben schnell einsetzen? Weg dahin dürfte ja sicher sein. Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen da lang. Mach mal auf da. Und zur Werkbank. Den Knoten noch direkt mal in die Rig einsetzen. Ach, schade. Ach, wir haben noch ein paar Knoten. Ja, optimal. Wobei. Ich glaube, einen Knoten werde ich mir mal festhalten. Und was war eigentlich mit der Tür da hinten? Brauchte man dafür einen Knoten, oder? Nein, brauchte man nicht. Das war nur hier vorne die Tür. Gut, gut. Dann wollen wir mal wieder zurück. Aber bevor wir zurückgehen, mache ich hier einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Dead Space. Bis dahin. Ciao.